Willkommen bei den Sport1 News. Im Hinspiel der Bundesliga-Relegation verliert Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2. Zunächst die Führung für die Berliner durch Hubnik. In der zweiten Hälfte besorgen Bröker und Ramos mit einem Eigentor dann den Sieg für die Fortuna. Das Rückspiel gibt's am kommenden Dienstag und wir machen weiter mit den wichtigen Kurzmeldungen. Werder will Petersen. Nils Petersen hat das Interesse von Werder Bremen geweckt. Das bestätigte Bremens Geschäftsführer Klaus Allofs am Rande eines Testspiels. Der 23-Jährige spielt derzeit für Bayern München, kommt aber nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. Sein Vertrag läuft noch bis 2014. Bei einem Wechsel müsste Werder ca. 4 Millionen Euro hinlegen. Offen ist allerdings, ob die Bayern den Stürmer überhaupt ziehen lassen. Starke als Butt-Nachfolger. Hoffenheims Keeper Tom Starke ist heißester Kandidat für die Nachfolge von Jörg Butt als Nummer 2 bei den Bayern. Starkes Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis 2013. Nach der Verpflichtung von Tim Wiese ist es unwahrscheinlich, dass er seinen Platz im Tor behalten wird. Die Ablöse für den 31-Jährigen liegt bei rund 1 Million Euro. Lahm heiß auf Titel. Bayerns Philipp Lahm kündigt im exklusiven Sport1-Interview ein packendes DFB-Finale gegen Borussia Dortmund an. Es werden die zwei besten deutschen Mannschaften aufeinandertreffen. Man habe 4-mal in Folge verloren, jeder Spieler sei jetzt top motiviert, erklärte der Verteidiger. Damit es für die Münchner eine gute Saison werde, müsse man Titel gewinnen, ergänzte er. Das gesamte Interview gibt es auf www.sport1.de. Böhnisch soll bleiben. Werder Bremen will seinen Linksverteidiger Sebastian Böhnisch halten. Laut Geschäftsführer Klaus Allofs habe man ihm eine Vertragsverlängerung von 2 Jahren angeboten. Der 25-Jährige spielt bereits seit 5 Jahren für Werder. Anmeldung vom Eishockey. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft hat Russland dem deutschen Team Schützenhilfe geleistet. Die Russen gewinnen gegen Dänemark 3:1. Heißt, in der deutschen Gruppe bleibt Dänemark weiter Schlusslicht und ist so ganz nebenbei auch der nächste deutsche Gegner. Am Samstag das Spiel live zu sehen ab 16 Uhr auf Sport1. Blicken wir zum Fußball. Am Samstag gibt es auch dort ein großes Spiel, das DFB-Pokalfinale nämlich. Besonders für die Bayern eine ganz besondere Partie. Es gilt, diese üble Niederlagenserie gegen Dortmund endlich zu beenden. Das Pokalfinale kommt näher und die Konzentration beim FC Bayern wird höher. Das Training nicht öffentlich. Die Vorbereitung auf den Angstgegner Borussia Dortmund laufen. Es ist eine besondere Atmosphäre dort und wir wissen zwar, dass Dortmund eine sehr gute Rückrunde gespielt hat. Leider, Dortmund immer das Quäntchen Glück hatte, kurz vor Ende ein Tor zu machen. Das hatten wir nicht in diesen Spielen. Das haben sie sich, dann kann man sagen, das haben sie sich erarbeitet. Wenn es so ist, dann wollen wir uns das diesmal erarbeiten. Aber wir wissen auch, was wir imstande sind zu leisten. Die letzten 4 Niederlagen nagen am Rekordmeister. Am Samstag ist Wiedergutmachung angesagt. In München weiß man auch schon, wie. Es gibt auf jeden Fall Lösungen, wo man das Mittelfeld umspielen kann. Aber was natürlich sehr aufgefallen ist in den Spielen gegen Dortmund, dass Dortmund sehr viele kleine Fouls gemacht hat, sehr viele taktische Fouls gemacht hat. Wenn sie mal den Ball verloren haben, wir haben den Ball gewonnen. Und ich hoffe, dass der Schiedsrichter ein gutes Auge dafür hat, weil es stört einfach den Rhythmus. Die letzten Trainingstage an der Säbener Straße zeigen entspannte Bayern. Die Gefahr, dass das Champions-League-Finale eine Woche später in den Köpfen steckt, besteht nicht. Nur der Sieg gegen den BVB zählt. Bayern München steht für Titel. Und wenn man vor der Saison uns fragt, ja, was sind die Ziele, dann antwortet man immer, ja, so viele Titel wie möglich zu holen. Und jetzt haben wir die Chance, einen Titel zu holen, indem man sich voll und ganz auf das Spiel fokussiert und konzentriert. Und das tun wir. Und wir blenden Chelsea komplett aus. Die Mannschaft hat großen Respekt vor dem deutschen Meister. Denn eine traditionelle Verbalattacke in Richtung Dortmund hat es bisher noch nicht gegeben. Die Zeiten haben sich eben ein wenig geändert. Soweit die Meldung für den Moment. Bis zum nächsten Mal.